Thomas de Maizière. Unser Innenminister hat ja jetzt eine neue Vision von einem neuen Asylrecht. Er sagte, es gäbe auch in Zukunft keine Obergrenze für Flüchtlinge, aber es gibt ein Limit. Und wenn das erreicht ist, werden die Leute außerhalb von Deutschland untergebracht. Ich fasse es nochmal zusammen. Es gibt eine Obergrenze, die aber unbegrenzt ist, weswegen Leute bei uns aufgenommen werden, aber woanders. Ich weiß nicht, wie viel er für diese Vision kiffen musste. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Stephen Hawking hat auch angerufen und hat gesagt, er versteht es auch nicht. Ja, also, das Asylrecht ist ja ein Grundrecht. Ist ein Grundrecht. Der Innenminister will ein Grundrecht limitieren. Das finde ich bemerkenswert. Ich meine, gibt es eine neue Version? Und was würde drinstehen im Grundgesetz nach Thomas? Hier, Artikel 16a. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wahrscheinlich damit Ergänzung, solange der Vorrat reicht. Oder Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Von 9 bis 15 Uhr. Oder Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Außer in den Monaten mit R, da ist es Fresse halt. Eine Obergrenze für politisch Verfolgte. Okay, ja, kann man machen. Da müssen sich jetzt nur die Krisen und Kriege in der Welt noch an die deutsche Quote halten. Das wird funktionieren. Doch, ich glaube, das wird. Doch, das kriegen die hin. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Assad dem IS zuruft: Leute, hört auf zu schießen. Es ist Oktober, denkt dran, Deutschland nimmt dieses Jahr keine Flüchtlinge mehr. Passt doch alles nicht zusammen. Merkel ist ja inzwischen die menschenfreundliche, hilfsbereite Mutti. Das ist ihre Rolle. Ne? Seehofer polemisiert gegen Flüchtlinge am Stammtisch und de Maizière macht seltsame, unausgegorene Vorschläge und insgesamt mal wieder keine so gute Figur. Aber warte mal, vielleicht ist das ja Taktik. Das könnte sein. Vielleicht machen die das ganz bewusst. Dann haben die alles abgedeckt, dann ist für jeden was dabei. Genau, die spielen Good Cop. Ja? Und Bad Cop. Ja? Und Dummkopf. Bei Merkel, ich meine, ihre Bastardpolitik in Sachen Flüchtlinge in allen Ehren. Aber ich frage mich tatsächlich, ob sie genau weiß, was sie da tut. Hat sie den großen Flüchtlingsmasterplan? Ich kann sie mal fragen. Ich habe die Kanzlerin als App auf dem Handy. Ja? Siri redet mir zu viel dummes Zeug, die habe ich einfach gelöscht. Ich habe jetzt auf Angie abgedatet, ich aktiviere sie mal eben. Hey, Angie. Guten Abend, Christian. Funktioniert. Angie, ich habe eine Frage zum Thema Flüchtlinge. Ich möchte mich zuerst einmal für dieses Thema bedanken, denn ich könnte wirklich stundenlang darüber reden. Also ehrlich gesagt, jeden Morgen, jeden Mittag und sehr gerne auch am späteren Nachmittag. Manchmal streiche ich sogar meinem Mann über den Kopf und stelle mir dabei vor, mein Alter wäre auch so ein kleines Flüchtlingsmädchen. Ja. Angie, was ist denn da los? Ich hätte da eine Verständnisfrage. Gibt es denn hinter all dem auch ein Konzept? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ich fragte, hast du ein Konzept? Ich habe dich nicht verstanden. Oder anders gefragt, kennst du jemanden, der ein Konzept hat? Du Flachpfeife, ich habe gesagt, dass ich dich nicht verstanden habe. Muss ich so mit mir reden lassen? Du kannst mich mal. Das sagt mein Mann zu Hause auch immer. Ja, wie auch immer. Also, so richtig weiter hilft's dann doch nicht, das ist ja.